Und Klugheit inspiriert ihn. Beziehungsweise wir, damit er klug ist. Und Bogen der Haus. Wow. Der ist echt nicht schlecht. Herr Specht. Schnelles Ziehen hat er damit direkt. Dann könnt ihr ziehen nehmen. Das. Wobei er das eigentlich im Taktikmenü selbst aussuchen soll, was er nimmt. So. Dann fehlen uns 3 Schlüssel, sollten wir uns merken. Damit wir dort unten in die letzte Grabkammer hineinspähen können. Aber wie ich mir vermutet hatte, beziehungsweise generell vermutet hatte, konnte man es nicht direkt bekommen. Und das sieht übel aus. Nein. Nein, Adria. Wir müssen ihr helfen. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Adria. What the hell? No, there's no help for her anymore. Diese Leichenfetzen, die hier rumliegen. Das Spiel geizt nicht an toten Körpern. Quest absolviert. Ring der Meisterschaft. Was kann denn dieser Ring? Was für ein Magier? Feuerschaden, Kälteschaden, Zauberkraft. Könnte man gegen den... Warum hast du Feuerschaden? Ob du hast eh keine Feuerzauber. Wird erledigt. Ein Goldohrring. Ein Geschenk, weiß ich auch wem, und zwar unserem Magier. Der hat nämlich immer einen Ohrring, wie wir sehen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Sauber. So, wir sind ein Level up. Da wir eh bald wieder umskillen. Hoch damit. Wir können endlich eine Ausdauerregeneration oder Vitalitätsboost nehmen. Wir nehmen natürlich die Ausdauerregeneration. Und was ich ganz gut finde, ist, wenn wir nachher uns so ein Buch kaufen, dann können wir zum Beispiel den Mist mit dem meisterhaften Überleben benutzen, um hier unten Fähigkeitspunkte reinzulegen. Das dürfte durchaus interessanter werden für uns. Da das hier alles zum Aktivieren ist, schaue ich mir wie gesagt erst das an. Jetzt haben wir nämlich die tödliche Suche. Führt der Charakter 2 Waffen, wird er zu einer echten Naturgewalt und erhält dauerhaft Boni auf kritische Trefferchance im Nahkampf sowie kritischen Schaden. Das Talent Zwillingsschläge verursacht nun zusätzlich Schaden durch blutende Wunden. Nicht verkehrt. Da werden wir dann auch noch 2 Fähigkeiten weiter, dann wären wir damit sogar schon fertig. Sind die anderen auch noch komplett ein Level up? Nein, ne? War jetzt nur ich. Ja, gut. Und dann... Unglaublich, Schutt. Wie viele der dunklen Brut ihr erledigt habt. Ich... Nun ja, man hört ja unzählige Geschichten über euch und die Wächter. Aber es hautnah mitzuerleben. Wo warst du bitte, dass du es hautnah miterlebt hast? Haben euch die anderen Wächter etwa nicht beeindruckt? Oh doch, das haben sie. Obwohl der Angriff vollkommen überraschend kam, haben sie ganze Scharen der dunklen Brut niedergemacht. Fragt nur die armen Dienstmädchen, die danach sauber machen mussten. Aber bei euch ist es etwas anderes. Wie auch immer, es sieht aus, als hätten die Explosionen diesen Abschnitt zum Einsturz gebracht. Ich habe Meister Voldrick hergebeten. Das versteht ihr Menschen also unter einem Mauerwerk? Eine Schande ist es, nichts anderes. Das hält doch nicht länger als ein paar Jahrhunderte. Ich könnte wetten, dass diese Tunnel weit genug gehen, um die tiefen Wege zu erreichen. Dann ist die dunkle Brut also von unten gekommen? Ei, das muss wirklich eine ziemliche Überraschung für die Orlesianer gewesen sein.
Und es erklärt, warum diese erfahrenen Männer keine Chance gegen die Dunkle Brut hatten. Das ist wirklich eine ernste Angelegenheit. Wenn wir diese Tunnel nicht versperren, kann uns die Dunkle Brut jederzeit wieder von unten angreifen. Bei Andrastes Blut, es gibt in der gesamten Festung Zugänge zu den Kellern. Wir können sie nicht alle sichern. Dann müssen wir diesen Tunneln folgen und darauf hoffen, dass wir eine zentrale Stelle finden, die wir versperren können. Nur keine Angst, Mädchen. Mit der Muskelkraft des Wächters und meinen Kenntnissen in der Steinbearbeitung werden wir eine Möglichkeit finden. Okay, gebt mir Bescheid, sobald ihr den Durchgang freigeräumt habt. Es wird einige Zeit dauern, aber ich informiere euch, sobald es erledigt ist. Alles klar, dann lasst uns zur Festung zurückkehren. Selbstverständlich. Also, wir haben einen eigenen Eingang in die tiefen Wege, den wir auch noch irgendwie kaputt machen müssen. Ja, warum nicht? So, das dauert aber. Und da es jetzt erstmal dauert, könnten wir uns selbst auf weitere Suchen... Die Frauen fühlen sich zu euch hingezogen, wenn ihr mit dieser Katze spielt. Oh ja, wie Motten vom Licht. Frauen mögen es, wenn Männer Zuneigung zu kleinen, struppigen, wehrlosen Wesen zeigen. Zu Wesen wie euch. Dämlicher Magier. Jedes Mal, wenn ich etwas aus meiner Robe ziehe, rennen die Frauen weg. Tja. Warum wohl? Aber hier hat sich immer noch nichts verändert. Also, das hier ist Amaranthian. Das Altum Amaranthian. Ferreval-Ebenen, die Küstenstriche, die Stadt Amaranthian, verlassene Bucht, Ländereien der Turnobles. Warum sollen wir dahin? Tja, gute Frage. Wir machen mal den Auftrag mit der verlassenen Bucht. Dort sollten wir ja die Geldübergabe sichern. Okay, das ist echt krass. Einen Schritt weiter und die arme Lady Eileen stirbt. Wo ist Lord Bensley? Die Abmachung war, dass er uns das Geld persönlich bringt. So, was haben wir denn da? Bevor ich nicht das Mädchen gesehen habe, bekommt ihr nicht einen Sovereign zu sehen. Bensley hat keine Zeit. Lord Bensley hat in seiner Stadt den Kommandanten der Grauen Wächter geschickt. Nehmen wir erstmal das Erste. Los, zeig sie ihnen, Hawk! Und jetzt her mit dem Gold! Sofort! Schickt zuerst das Mädchen her, dann gebe ich euch das Geld. Schick sie rüber, Hawk! Das Geld! Sofort! Nein, das Mädchen war der einzige Grund, weshalb ihr noch am Leben seid. Verteidigt euch, Männer! Scheiß Entführer, weg mit euch. So, der Snaggy Boy ist platt. Ah. Ich mag diese Bogenfähigkeit nicht. Okay, für mich vielleicht schon, aber laufen werde ich davon nicht. Ich zeige euch, dass ihr so gefürchtet sind. Zwingt sie in die Knie! Ich werde dich vernichten! Du bist kein Gegner, Renegade! Und der Letzte. Wo hatten wir hier eine Eisenquelle? Oder habe ich mich verlesen? Ja, sie hat dem Erbauer gedankt und ist dann weggelaufen. Zahn des Bergvaters. Ja gut, können wir nicht gebrauchen. Zäher Bandit. Und keine Eisenquelle. Schade. Na denn, gehen wir mal zu den Ländereien der Turnobles. Go!
Oh ja. Alle dunkel und rot. Erb ihr deine Bastarde. Nein. Da geblieben. Oh, da hinten haben wir einen tollen Oger. Wie freue ich mich, dem in den Hintern zu treten. Und leider sind die anderen da tot. Bleib du nur mal da drin. Erklär mir jetzt mal noch einer, warum Okrin da hinten rumgegammelt hat. Da, verdammt. Ihr Dreckskerle. So, ich muss mich mal kümmern. Ich habe keine Lebensenergie mehr. Und konnte mich bis eben gar nicht heilen. Oh, jetzt habe ich schon irgendwas aufgesammelt. Der Arm der Jason. Diamant. Gut Geld. Ja, der Ruhe ist einfach. Man sehe hier etliche Tote. Sehr schön. Ach Gott. Ich werde es tun. Er ist bis runtergelaufen. Mensch. Ihr sollt den doch... Cool, jetzt gibt's Ausdauertränke. So ärgern. Ich wollte gerade schon sagen, warum ist der Kampf immer noch nicht beendet. Tut mir leid. Ich hätte euch gern alle gerettet. Ach, deswegen. Da hinten noch eine Kompanie steht. Ja, du elender Gesandter. So, jetzt kümmern wir uns um die Leichname. Ein Templer. Stiefel des Sturmjägers. Das sind schwere Stiefel, 4 Geschicklichkeit, 3 Verteidigung. Die sind eigentlich echt gut. Verliere zwar den Ausdauer-Regenerationsbonus, gewinne aber 5,17 und gleichzeitig noch 4 Geschicklichkeitspunkte. Das ist enorm verbesserungswürdig. Gut so. Dann war's das hier auf dem Hof schon. Einmal alles eingesammelt. Und dann ist schon vorbei. Wie es aussieht. Gut. Dann verschwinden wir hier auch wieder. Und kehren erst einmal zurück, denn dann haben wir 2 Briefe beantwortet. Wir dürfen uns nicht verausgaben. Ein weiterer Hof. Aber Banditen. Ein, der da aus. In den Zeiten auch noch Banditen gibt es ein schlimmeres Problem. Man könnte ja die gesamten Räuber begnadigen, wenn sie gegen die dunkle Brut sind. Weiß ja nicht, ob die einfach nur dazu geschissen hätten. Wahrscheinlich. Aber es wäre eine deutliche Ausbeute an Rekruten. Ich habe alles unter Kontrolle. Ist die bis jetzt in dem Spiel fast immer mehr Personen gekillt als Dunkelbrot.
Das hat, glaube ich, was zu heißen. Töten die Paragons nicht beschützen, reißt ihr den Arm erschlagen! Habt Dank für eure Freundlichkeit, Sir. Bitte, nehmt diese Geldbörse dafür. Und nun mache ich mich auf den Weg nach Vigils Wacht. Schön, der Handel muss blühen. Quest aktualisiert. Finde Händler für Vigils Wacht. Die Händlerin Lilith hat sich nach ihrer Rettung bereit erklärt, ihre Waren in Vigils Wacht anzubieten. Suche nach weiteren Händlern für die Wacht.